Leute, nehmt eure Kekse aus der Dose, denn Flauschi ist wieder da. Und heute haben wir was richtig Spannendes geplant. Und zwar wird es endlich Zeit, unsere Stadt mit Paulberger Hills zu verbinden. Wir bauen eine Autobahn nach Paulberger Hills, also immer in diese Richtung. Und dafür benutzen wir diese Straße hier. Und hier soll es weiter geradeaus gehen. Dafür müssen wir erstmal hier ein bisschen... Oh, super, ey. Mann, ich mache mir erst kurz eine neue Spitzhacke. Und dann... komme ich wieder zu diesem Punkt runter. Während ich mir eine neue Spitzhacke mache, möchte ich euch gerne etwas erzählen. Wir haben jetzt einen festen Namen für unsere Insel. Und zwar ist der neue Name Krümelküste. Ihr habt richtig gehört, wir haben im Livestream abgestimmt und dabei ist Krümelküste rausgekommen. Der Chat hat abgestimmt und hat das so entschieden. Ich hatte im Live 3 Vorschläge und dann durftet ihr selbst entscheiden, wie unsere Stadt heißen soll. So Leute, hier geht es jetzt weiter. Wir machen hier den Strand etwas weg. Tut mir leid, iCrimex, aber wir müssen das tun. Add dann direkt ein Autobahngrundstück. Kann man jetzt positiv oder negativ sehen? Ich finde es eigentlich ganz gut, wenn man sowas hat. So, Leute, ich grabe jetzt mal weiter. Wir bleiben einfach auf dieser Höhe. Genau. Und jetzt muss ich erstmal das Zeug sammeln. Ich muss mal schauen, ob ich noch was da habe. So, hier auch einmal. So, und jetzt schauen wir mal, ob wir noch ein bisschen Beton haben. Ging einmal in mein Haus. So ein bisschen Sand haben wir ja sogar noch. Dann schauen wir einmal hier unten. Ist hier noch Sand drin? Hier ist noch Sand drin. Ist hier auch noch Kies? Na, super. Dann fliegen wir einmal rüber nach Paulberger Hills. Hier ist ein bisschen Beton sogar. Wir leeren mal mein Inventar. So. Und wir sehen uns gleich in der Zentrale. So, Leute. Ich hatte jetzt den Beton einmal aus. So, mit dem tollen Trick. Der muss ja über Wasser, also der muss ja in der Luft schweben. Und, den werde ich dann platzieren. Dann werde ich euch zeigen, wie viel ich, wie weit ich gekommen bin. Ich muss gleich erstmal schwarze Farbe farmen, weil wir haben nicht mehr so viel. Auch nicht in der Zentrale. Und genau, das muss ich gleich erstmal farmen, damit wir weitermachen können. Bis gleich. Warte, wir haben ein Buch bekommen. Liebe Bürger der BürgerInnen der YouTuber-Insel. Ich schreibe zu Ihnen als neuer Präsident. Ich werde meine Pflichten erfüllen und die YouTuber-Insel vorantreiben. So genau. Wie es meine Pflicht ist. Sollten Sie Fragen oder Wünsche haben, kontaktieren Sie mich gerne. Ich habe für jeden Bürger der YouTuber-Insel ein offenes Ohr. Gezeichnet Präsident Candy. Sehr gut. Wo ist er denn jetzt? So, Leute, jetzt kann es losgehen. Ich habe hier schon ein bisschen was platziert gehabt. Jetzt einmal fertig aushärten lassen. So. Und jetzt setze ich die ersten Blöcke in der Luft. Hier noch 2 Stacks. Oh je, Leute, das kann ein bisschen dauern, bis das fertig ist. Ich melde mich, wenn ich ungefähr bei der Hälfte bin, Leute. Bis gleich. So, Leute, ich melde mich doch schon ein bisschen früher. Mir ist der Beton ausgegangen. Aber ich habe schon richtig weit geschafft. Und ich habe hier unten, während ich gebaut habe, ein paar Tintenfische beobachtet. Die werde ich mir jetzt einmal holen. Weil ich brauche ja schwarze Farbe. Hey, der ist so schnell. Nicht so schnell, kleiner Tintenfisch. Oh, ich kriege gleich keine Luft mehr. Oh, oh. Ich habe die Farbe nicht eingesammelt. Mann, ey. Oh Gott, das kann etwas dauern. Da vorne ist noch einer. Okay. Ich farme jetzt richtig viel schwarze Farbe. Dann mache ich neuen Beton. Und dann muss ich weiterbauen. Das wird heute richtig lang dauern, Leute. Ja. Und es ist ziemlich langweilig. Aber ich versuche euch so oft wie möglich auf dem neuesten Stand zu halten, was die Brücke angeht. Wir werden hier die Brücke natürlich dann auch noch ein bisschen verzieren, damit die nicht einfach so in der Luft schwebt, sondern auch ein bisschen schön aussieht. Genau, das ist der Plan für heute. Ich werde jetzt Farbe sammeln und dann melde ich mich. Let's go! So, Leute, ich habe jetzt noch mehr graue Farbe geholt. Ich habe, glaube ich, 50 Stück. Oha, ja, genau 50. Und jetzt mache ich noch mehr Beton. Auch noch Kies, merke ich gerade. Okay, ich härte das erstmal aus, baue ein Stück weiter. Und wenn ich dann noch nicht an einem guten Punkt bin, dann hole ich noch Kies. Ich melde mich, wenn ich weiter baue. Let's go! So, Leute, der Beton ist jetzt gleich ausgehärtet und zwar jetzt. Und jetzt schauen wir mal, wie viel wir haben. Erstmal alles. Oha, wir haben über 4 Stacks. Damit sollten wir auf jeden Fall erstmal richtig weit kommen. Ich teile mir das mal eben so auf, dass es für mich passt. Und jetzt baue ich weiter, Leute. Let's go. So, ich muss gerade mal wieder Beton machen. Aber dann geht's gleich weiter. Und ich bin auch schon fast da. Wir müssen nur mal schauen, wo wir im Paulberger Hills genau die Autobahn anschließen können. Da müssen wir vielleicht gleich mal mit Candy reden, was er dazu sagt. Weil er kennt sich da ein bisschen besser aus. Er hat das ja alles ein bisschen geholfen zu
Organisieren die Infrastruktur. Habe ich noch was, was ich hart machen muss? Nein. Okay, Leute. Upsala. Dann geht's jetzt weiter. Guck mal, wie weit es schon nach vorne geht. Ich baue jetzt weiter. So, Leute. Wir sind jetzt schon fast im Pauberger Hills angekommen. Zwar nur mit einer Spur. Aber es sieht... Stehen geblieben! Hä? Stopp! Hallo? Hier spricht King Candy! Ach, ja? Der Präsident der YouTuber-Insel! Wow. Ja, was geht? Was machst du hier? Ich baue. Was wird das, wenn's fertig ist? Wenn ich mir das so anschaue, ja? Dann würde ich sagen, das wird... Ja, wenn ich das so sehe, hier geht's so lang, ein paar Blöcke in die Richtung. Ja, das wird eine Rutsche. Ja, genau das wird's. Nein. Abreißen! Der Präsident sagt Abriss! Nein, Candy, das wird eine Autobahn von der Krümelkiste Küste bis nach Pauberger Hills. Hä? Eine Autobahn? Ja, klar. Warte mal, sowas wieder hinten? Ja. Ja, okay. Dann komm einmal mit, bitte. Du musst da einiges beachten. Ja. Du bist ja noch ein Noob, was das angeht. Hey, gar nicht. Und zwar muss das hier mit Beton sein und in der Mitte die Fahrbahnmarkierung. Die kannst du auch mit dem Farbroller machen natürlich. Den habe ich schon dabei. Auch die Fahrbahnmarkierung ist auch erlaubt. Wir können auch einen Großteil, sag ich dir ehrlich, wenn wir live sind nämlich, können wir das auch mal machen, wenn wir live sind, sag ich dir ehrlich. Wochenende. Ja, können wir machen. Musst du nicht alles auf einen Schritt machen, musst du gar nicht. Okay. Aber und wir so bräuchten vielleicht einen Punkt, wo es anschließt hier im Pauberger Hills. Ah, ja, dann komm mal mit. Das ist ziemlich schwierig hier hinten. So, ah, ich sehe schon. Mhm. Wenn man jetzt hier, ich fliege jetzt einmal hier gerade in die Richtung, wo es ankommen würde. Schauen wir mal, wir bauen hier mal noch mal ein Stück weiter. Oh, aua. Ja, okay, aua. Man könnte einen Tunnel machen durch Pauberger Hills unterdurch und dann kommt man im Hafen raus. Das wäre richtig cool. Einfach gerade durchbauen, unterkellert hier durch. Durch Stock und Stein. Aber ist da nicht die eine Farm dazwischen? Ach, nein, nein, das ist gar nichts. Okay, komm, wir probieren das mal. Ja, Flauschi, ich würde sagen, bau du das mal hier weiter auf, die Autobahn. Ich muss mit meinem Lamborghini aber da rüberfahren. Aber was ist, wenn da was ist? Soll ich dann aufhören? Da ist nichts. So, welche Höhe ist das? Oh, Mann, ey. Bin auf Höhe 72. Ja, ich jetzt auch. So, und dann, warte mal, kommst jetzt hier so? Okay, ich baue mich mal durch. Schauen wir mal. Ist da was? Nein, natürlich nicht. So, wie du siehst, ist hier gar nichts. Du kannst hier einfach dich schön durchbauen, deine Straße machen und am Ende kommst du irgendwo am Hafen dann raus. Das passt eigentlich ganz gut. Ja, müsste man mal genau schauen, wo man rauskommt. Ja, nicht mehr weit. Ach, hier müsste ich irgendwo rauskommen. Wer läuft denn da vorne? Vorne läuft ein YouTuber. Hallo? Hä? Wo? Hä? Da ist, Timmy ist da vorne. Du bist gerade genau unter dem Flughafen, ja? Ach, hörst? Warte, ich rede jetzt mal, dann siehst du mein Mikrofon. Hallo, 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 warte, ich seh's nicht. Ah, doch da. Ja? Ah, okay, ich bin genau unterm Flughafen, ja? Hast recht. Oh, ich rede auch die ganze Zeit. Spawnen. Du musst einfach nur noch ein Stück geradeaus und nach links. Nach links musst du. Ja, erstmal geradeaus, erstmal ankommen. Kommst jetzt im Rathaus raus. Oh, okay, ich bin draußen. Okay, sehr gut. Hier kommt also der Weg dann an. Oha, wir können hier dran anschließen. Aua. Ja, genau. Fand ich perfekt. So. Ja klar, hab ich doch gesagt. Man muss einfach mal den Präsidenten fragen. Ich bin ja nicht umsonst Präsident hier geworden. Sehr gut. Vielen Dank, Herr Präsident. Dann werde ich das so umsetzen. Wenn Fragen sind, gerne melden. Das kriegen wir alles hin. Ansonsten, alles klar, vielen Dank. Ja, bitte ordentlich machen dann auch. Ja, ne? Klar. Und ein Like und ein Abo, das ist eine präsidentschaftliche Anordnung. Darf an die Zuschauer ein Like und ein Abo dalassen. Sehr gut. Ciao, darf ich Leute. Diesen Baum abreißen? Nein, natürlich nicht. Hier wird nichts abgerissen. Na, ey, nee, bau das wieder hin. Wirklich, baust wieder hin. Wirklich. Aber ich brauch den nicht. Es hier, ist der egal. Ist im Weg. Wieso ist der im Weg? Weil ich hier Bürgersteig hin muss. Ja, dann kannst du ihn abbauen. Wenn der im Weg ist, dann ja. Dann hast du einen Grund. Aber nicht einfach, weil du Holz brauchst. Ich Nein, natürlich nicht. Ich brauch kein Holz. Ich habe genug so, Holz. So, fertig. Auf Wiedersehen. Tschüss. So, Leute, das ist ja perfekt. Dann haben wir direkt jetzt einen Anschluss. Einmal kurz die Raketen in die Hand. Und jetzt bauen wir hier schön weiter. Ich habe hier mal eine lange Strecke gebaut. Und jetzt machen wir auch noch die zweite dazu, damit es hier schön ordentlich wird. Okay, Leute, ich melde mich, wenn ich schon ein bisschen weiter bin. Ich muss gleich auf jeden Fall noch mal ein bisschen Beton machen. Bis gleich. So, Leute, wir haben jetzt hier gerade die letzten Blöcke, die wir abbauen müssen. Das ist der Tunnel, der zu Pauberger Hills führt. Ich kann euch mal kurz zeigen, wo wir rauskommen.
Babs hat uns ja gerade Candy gezeigt, aber ich habe den Tunnel jetzt hier auch schon fertig ausgegraben. Also das hier sind die letzten Blöcke, die fehlen. Da müssen wir nur noch Beton machen und alles ausfüllen. Die Steine sind rechts und links auch alle fertig. Beziehungsweise da, wo die Steine rechts und links sind, ist noch kein Beton. Aber da, wo Beton ist, sind noch keine Steine rechts und links. Aber das kriegen wir heute alles noch fertig. Und dann müssen wir auch noch Fahrbahnmarkierungen überall drauf machen. Und dann haben wir heute richtig viel geschafft. Ich zeige euch dann natürlich auch das Endergebnis gleich noch. Und jetzt zeige ich es euch erstmal, wenn überall Beton ist. Let's go! Wir nutzen gleich die Chance, wenn wir einmal zurückfliegen, bei Timmy vorbeizuschauen, weil der ist gerade auch da. Da schauen wir mal, wie das mit seinem Haus läuft. Gerade weil er ja noch mit dem falschen Rosa gebaut hatte. Aber wir hatten ihm die Farbe sogar zur Verfügung gestellt und er hat sich vorhin schon gemeldet, dass er es ändern wird. Das ist sehr, sehr gut und da werden wir auch gleich mal ein Auge drauf werfen. Krieg ich Ärger? Nein, ich wollte nur gucken. Nicht, dass ich Ärger kriege. Das wäre gar nicht gut. Nein, natürlich nicht. Hast du diesen Tunnel gebaut? Ja, wir machen eine Verbindung zwischen Krümelküste, so wie die Stadt jetzt heißt, und Pauberger Hills. Ist das hier das Rathaus? Ja, hier ist das Pauberger Hills Rathaus. Hier kommen wir raus. Oha, wie cool. Hä? Das hast du alles alleine gemacht? Ja klar, und ich bin noch lange nicht fertig. Es geht jetzt weiter. Oha, ey, ich habe mein Haus fast fertig. Das heißt, ich lade dich bald ein zu meiner Hausparty, wenn du willst. Kannst Sehr du gerne gut. vorbeikommen. Ich schaue nachher auf jeden Fall auch noch mal kurz vorbei. Alles klar, ich hole nur ein paar Sachen und ich werde auch das Häuschen da abbauen bei der komischen Yacht da, weißt du? Dann kann das endlich auch mal weg. Hast du zufällig schwarze oder graue Farbe? Und Kies und Sand? Komm mal mit oder so, komm mal mit. Ja? Das ist voll krass, dass du so eine Riesenstraße baust, ey. Ja, klar. Denkst du, man kann dann schnell mit dem Auto rüberfahren? Ja, und dann weiß man auch, wo man hinfliegen muss. Stimmt. Hast du eigentlich auch Essen da? Ein bisschen was, ja. Okay, schau mal, ich habe richtig viel schon abgebaut hier. Hier sind auch Raketen, wenn du welche brauchst. Hier ist noch ein bisschen schwarzer Block. Ja? Schwarze Farbe habe ich nicht, aber du kannst dich hier bedienen, wenn du willst. Oha, danke. Kannst alles nehmen. Oh, hier ist grauer Trockenbeton, ist doch perfekt. Kriegst auch Kekse, wie grauer Trockenbeton. Den war hier drin, du? Ja klar. Ach so, stimmt, da oben. Ah ja, den habe ich mal gemacht, den wusste ich gar nicht, was ich damit machen soll. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder, Flauschi, ja? Ja, danke. Sehr gut, ich hatte gar nicht gerade alles mit aufgenommen. Timmy ist mir zufällig im Tunnel entgegengekommen, aber wir schauen gleich trotzdem bei ihm vorbei, wie gerade schon erwähnt. So Leute, wir sind jetzt an der Krümelküste und wir schauen uns jetzt mal Timmys Haus an. Oha, das sieht schon voll gut aus, Leute. Da muss auf jeden Fall noch eine Straße nach oben. Timmy, bist du da? Ich bin da, ja. Warum? Ich wollte nur kurz dein Haus anschauen. Sieht richtig gut aus. Willst du einen Zwischencheck machen? Ja, klar. So, Flauschi, ich zeig dir mal kurz einen Zwischencheck. Und zwar wunderst du mich vielleicht, was hier hinkommt, richtig? Genau, ich wundere mich sehr. Haha, weißt du, was hier hinkommt? Hier kommt nämlich ein schöner Teilchen. Das geht so einmal drumherum. So O-mäßig, weißt du? Und dann geht es komplett hier, also um das Haus herum. Das wird so ein abgegrenztes Ding. Richtig cool. Ding. Naja, ich habe eigentlich überlegt, dass ich hier anstatt schwarz irgendwas weißes nehme, aber ich habe nichts gefunden, leider. Hast du da vielleicht was? Diorit höchstens. Diorit? Nee, das habe ich auch versucht, das ging auch nicht. Okay. Weil ich habe auch Diorit hier, das ging nicht. Ich habe Kalzit. Aus hier, poliertem alles, Diorit kannst du die Mauern machen. Wie kann ich es machen? Aus poliertem Diorit. Danke dir, Flauschi. Das werde ich auf jeden Fall nochmal umändern, weil ich finde, schwarz passt nicht so gut dahin. Das stimmt, du? So, und dann habe ich mir gedacht, wenn du das Haus vom richtig Weiten anschaust, schau mal, dann an was erinnert dich das, Flauschi? An ein Hufeisen. Hä? Nein, guck doch mal genau hin. Da hinten ist pink, das geht so ein bisschen hoch. Und das Dach, ja, wie ist das ungefähr angelehnt? Komm schon, Flauschi, eine lass Spinne? Mich nicht hin. Nein, das ist ein Tee für Timmy, Mann. Timmy-Tee, T, ho und dann hier so zack. Och, ja, Mann, ein bisschen, ja. Ja, jetzt erkenne ich's. Super. Soll ich eigentlich die Mitte noch ein bisschen höher bauen oder soll ich das so lassen? Was sagst du? Ich finde so eigentlich ganz gut. Ich finde es auch gut, ne? Also ich baue das natürlich nach Bauplan, aber es gefällt mir bis jetzt ziemlich gut. Könntest auch einen großen Timmy-Kopf einfach oben drauf setzen. Was? Soll ich das echt machen?
Hä, das wäre voll lustig. Es hätte genau die richtige Breite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es hätte genau die richtige Breite da oben in der Mitte. Hä, wie cool wäre das denn? Ey, das wäre richtig cool. Das können wir auch irgendwann machen, Flauschi. Bin ich dabei. Vielleicht irgendwann die Tage oder so, ja. Weißt du? So, wenn du reingehst, zack, dann hast du hier verschiedene Apartments. Aha. Du kannst hier wohnen, du kannst hier deinen Fernseher haben. Wow. Das. Ja, das sieht ganz gut aus. Eingerichtet. Genau, und man ist zentral am Flughafen, weißt du? Oha, das stimmt. Das ist auch sehr, sehr du hast wichtig. Einen richtig guten Blick auf den neuen Leuchtturm. Den habe ich vorhin fertig gebaut übrigens. Der sieht richtig heftig aus, ey. Aber wo wohnt eigentlich Candy? Der hat da drüben ein Grundstück bekommen. Hier auf der, genau auf der anderen Seite. Komm mal mit. Hä? So, das habe ich ihm gestern noch angelegt. Hier, guck. Aber wo? Oha! Was? So ein Riesending? Mit Sicht auf den Strand. Boah, direkt neben Acrimix, ey, ja. Das ist auch nice. Ey, und der meinte noch, er will unbedingt da, wo ich will. Aber ich hätte auch kein Problem damit, wenn er da hingegangen ist, wo ich wäre. Es war auch kein Ding. Ja, aber so ist es auch gut. Ich habe noch ein paar Baustellensachen hier, die müssen aber dann irgendwann mal weg, ja? Ja, alles gut. Ich guck da einmal durch. Okay. Ich habe sogar vorher 4 Diamanten. Oha, hier ist schwarze Farbe. Darf ich die haben? Na klar, kannst du haben, sehr Flauschi. Gut. Wie sieht's denn eigentlich aus mit deinem Highway? Ja, dauert noch ein bisschen. Wirklich? Es ist echt viel Arbeit. Hm, viel Beton auf jeden Fall. Ist der heute fertig? Ja, der muss auf jeden Fall heute fertig werden. Ich kann auch keine halben Sachen hier machen. Wollen wir dann so eine Einweihungsfahrt machen? Einmal von da bis dahin? Ja, können wir machen. Wir müssen uns so ein Auto organisieren. Cool. Aber das kriegen wir gut, schon hin. Ja, da kriegst du auf jeden Fall einige Autos hier. Vielleicht lädt uns ja jemand eins aus oder so, weißt ja, du? Ja, wir klauen einfach kurz eins. Was? Okay. wie heißt eigentlich die Stadt jetzt eigentlich? Die Krümelküste. Krümelküste? Ich dachte, die heißt Pink City. Hat im Livestream mein Chat abgestimmt. Das ist jetzt okay. Krümel. Mein und Candys Chat. Krümelküste. Ja, okay, dann heißt sie jetzt Krümelküste. Ey, dann wohne ich einfach bei der Krümelküste. Let's ja. go. Okay, alles okay, klar. Ich melde mich, wenn ja? ich fertig bin. Schreib mir, ja? Ja, alles bis klar. Später. Bis tschüss. Später. Tschüss. So, Leute. Timmys Haus sieht schon richtig gut aus. Es geht richtig voran hier in der Krümelküste. An der Krümelküste. An der Krümelküste, glaube ich. ich muss mir eben was zu essen holen. Ich bin hier gerade nur noch ganz langsam unterwegs. Nehmen wir ein paar Ofenkartoffeln mit. Vermampfen die einmal. So, einmal voll machen. Richtig cool, dass Timmy uns auch jetzt die Farbe geschenkt hat. So, machen wir einmal noch mehr. Wir brauchen Sand. Dafür müssen wir einmal nach Powerberger Hills. Ich habe gerade richtig viel Kies gefahren. Ich habe gerade zufällig auf dem Weg richtig viel Kies gefunden. Eine neue Schaufel wollte ich mir machen und dann können wir Sand holen gehen. Und dann geht's auch schon weiter, weil ich bin immer noch nicht viel weiter gekommen. So, Leute, ich habe das gerade mit Timmy abgesprochen. Er ist gleich fertig mit seinem Haus und dann weihen wir die Straße und sein Haus beides zusammen einfach ein. Das heißt, ich treffe mich gleich mit ihm, wenn wir beide fertig sind. Und dann ist beides fertig. So, Leute, ich setze gerade die letzten Blöcke von der Straße. Ich habe genau genug, perfekt. Jetzt müssen wir ganz vorne die Steine noch schnell fertig bauen. Und dann sind wir auch schon komplett fertig. Dann kommen noch die Straßenmarkierungen. Und dann können wir es Timmy zeigen. Okay, ich mache jetzt alles ganz, ganz schnell fertig. Bei den Markierungen halte ich euch dann nochmal auf dem Laufenden, wenn ich damit anfange. Genau, und dann melde ich mich gleich. So, Leute, ich fange jetzt schon mal an mit Malen, obwohl die Steine noch nicht fertig sind. Aber ich muss halt warten, bis sie fertig gebraten sind. Genau. Aber ich male jetzt hier einmal lang. Kann sein, dass ich mir zwischendurch einen neuen Pinsel craften muss, weil die gehen relativ schnell kaputt. Aber ich laufe jetzt hier einmal beide Seiten entlang und dann noch die Mittellinie. Let's go, jetzt die erste. Und die zweite Seite. Und die Mittellinie. So, wir sind jetzt am Ende von der Linie, von der Mittellinie. Wir werden jetzt hier noch kurz. So, einmal in die Richtung noch. Mal schauen, ob es perfekt passt. Oha, ja. Jetzt schauen wir einmal noch, ob die Steine fertig gebraten sind. Oder ob Timmy sich da schon drum gekümmert hat. So, schauen wir mal. Aha, perfekt. So, dann holen wir die mal raus und dann platzieren wir die da jetzt mal direkt. Ich hoffe, die reichen. Dann ist die Straße auch schon komplett fertig. Diese Markierungen sehen so gut aus. Flauschi! Ja? Bist du fertig? Vorne die letzten Steine, dann ist fertig. Du kannst schon mal ein Auto suchen gehen in Powerberger Hills. Alles klar, ich hole welche. Perfekt, dann fliegen wir mal zum Ende. Machen die letzten Steine hin. Hier einmal. Ich mach die mal, wenn Timmy wieder da ist. Dann schnappen wir uns die Autos und fahren eine Runde.
und schauen uns dann auch sein Haus an, final. So Leute, das Stückchen mache ich gleich mit euch zusammen fertig, aber wir fahren schon mal Test mit Timmy. Schauen wir einmal, wo der ist. Fliegen hier jetzt einmal alles lang. Oh, ich habe nur noch 2 Raketen. Gut, dass wir gleich mit dem Auto zurückfliegen. Fahren meine ich natürlich. So, schauen wir mal, fliegen wir durch den Tunnel hier. Oh, das war ganz schön knapp, Leute. So, Timmy? Ja? Wie kommen wir denn hier hoch? Warte, wir bauen da vorne kurz was ab. Na, eigentlich geht das. Also mit dem blauen Auto kannst du rüberfahren. Echt? Ja, aber mit dem roten nicht. Ja, warte, ich habe hier kurz was abgebaut. Oh, das ist ja fast kaputt. Kann das sein? Ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Bist du ready? Moment. Aha. Müssen wir einmal so umbauen, dass es geht. So, jetzt müsste es gehen. Okay, ich bin gespannt. Obwohl auf der Mitte von der Strecke sind noch manche, wo es hochgeht, glaube ich. Egal, da fahren wir nur runter. Alles gut, okay. Wir können es versuchen, Flauschi. Wir weihen somit die Strecke ein. Let's go! Let's Flauschi go. Und Timmy, oha. So? Fährst du in der Ego-Perspektive? Nee. Okay, ich fahre in der Ego-Perspektive. Das ist voll cool, oha. Ja, richtig. Das hast krass. Du alles selber gebaut? Ja, klar. Hä, wie cool ist das denn? Ey, wer zuerst da ist, gewinnt, ja? Ich glaube, dein Auto ist schneller. Ja, das ist ein bisschen schneller von Dr. Banks. Aber das ist voll cool, voll schön gemacht, ja? Ja. Oha, der fährt 54. Ich fahre nur 32. Let's go. Ach, sogar geht's hoch. Hä? Oh. Oh, oh. Ja, was machen wir jetzt? Ich fahre bei dir mit. Okay, geht es? Ist es überhaupt ein Zweisitzer? Ich glaube nicht. Nee, geht nicht. Aber ich kann sonst den einfach... Warte, ich mach den aus. Lass den erstmal hier. Den fahre ich. Erstmal, wie kaputt der ist. Ja, okay, geht noch. Aber du kannst rüberfahren, wenn du willst. Ich warte da auf dich dann. Okay, ja? Alles klar. Bis gleich. Bis gleich. So, dann fahren wir mal weiter. Oh, oh. Oh, oh. Wir fahren zu oft gegen die Wand. Ist aber auch echt knifflig in dem dünnen Tunnel. So, boah, das sieht so cool aus. Wow. So einer richtigen Straße. Hier müssen wir jetzt langsam runterfahren. So, perfekt. Wem gehört das Auto überhaupt? Ich weiß es gar nicht. So, wir sind gleich da. Boah, das sieht so cool aus. Hier fehlen noch ein paar Blöcke, die setze ich gleich. So, da sind wir. So, ich stelle das Auto mal auf dem Flughafen ab. Einmal abstellen hier. Oh, mir ist gerade aufgefallen, hier müssen wir auch noch den Weg machen. Hallo, Timmy. So, Timmy musste gerade kurz weg. Hat gerade ein paar Probleme. Aber ich baue so lange den Weg fertig. Oh, bin zu weit geflogen. Money, ich habe gar keine Raketen mehr. Dass ich baue mich von da vorne nach hier hinten zurück. Und dann funktioniert das auch super. Wir laufen da einmal hin und ich melde mich, wenn ich fertig bin. So, Leute, ich werde nicht ganz fertig. Aber das dauert mir jetzt ein bisschen zu lang zu warten, auch bis diese ganzen Steine mal durchgebraten sind. Also, das ist unsere fertige Autobahn. Gibt nicht viel zu sehen. Das sieht alles gleich aus. Aber sie ist richtig gut geworden. Jetzt kann man sich endlich richtig gut orientieren, wo man lang fliegen kann. Oder wenn man mal keine Raketen hat, so wie ich gerade, kann man da auch super lang laufen. Also das war es mit diesem Video gewesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.